Warum, wir springen hier wirklich von einer Ecke in die andere, warum ist Selbstbefriedigung eine Sünde? Das ist eine gute Frage. Das höre ich oft von jungen Leuten. Ich schade doch damit niemandem. Zunächst einmal, was ist Sünde? Sünde ist ein Abweichen oder ein Ignorieren des Maßstabes Gottes, der Vorgaben Gottes. Und Gott hat sich wunderbare Dinge ausgedacht zum Thema Sexualität. Halleluja. Ja, Gott ist der Erfinder, nicht der Teufel. Manche Leute denken, es ist was Schlimmes, was Schreckliches. Gott hat Sexualität erfunden und uns geschenkt. Und es hat immer etwas mit Partnerschaft zu tun. Sexualität ist ein Ausdruck von Liebe, von Respekt, von Dienen, von Wertschätzung, den anderen erfreuen. Und all das funktioniert bei Selbstbefriedigung nicht, weil es eine Pervertierung ist. Es ist eine völlige Verdrehung, es ist ein Missbrauch dieses göttlichen Geschenkes. Alleine deswegen ist Selbstbefriedigung Sünde. Was heute von vielen nicht mehr so gesehen wird, weil sie mehr nach Dr. Wie hieß der? Wie heißt der von Bravo? Dr. Sommer. Dr. Sommer. Der muss schon 150 Jahre alt sein, weil als ich Teenager war, war der schon Doktor. Ja? Und ich bin ja auch schon ein paar Jahre alt. Ist interessant. Ja? Wir holen unseren Maßstab aus dem Wort Gottes. Und es bringt keine Verdammnis und Verurteilung, wenn wir in einer konstruktiven, liebevollen Weise sagen, was die Bibel sagt. Ja? Aber das ist, was dann vorgeworfen wird. Ja, das bringt die Leute, die das eben praktizieren, das bringt die unter Verdammnis. Dann kannst du auch sagen, ja, dann dürfen wir überhaupt nicht mehr über Sünde sprechen. Ja? Und manche gehen so weit und sagen, wir dürfen gar nicht über Sünde sprechen. Das gibt den Leuten ein Schuldgefühl. Ja? Aber das ist nicht die Weisheit Gottes. So, Selbstbefriedigung ist eine Verdrehung und eine Pervertierung eines Geschenkes Gottes. Und obendrein glaube ich, dass chronische und über Jahre und lange Zeit praktizierte Selbstbefriedigung dich immer unfähiger macht, nachher in der Ehe dann Sex wirklich so zu genießen und zu leben und zu erleben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ja? Weil du dich ganz anders orientiert hast. Eben, du hast nicht die Sicht auf den Partner, sondern du bist das Zentrum und es geht um dich und deine Bedürfnisse und deine Wünsche und dein Vergnügen. Ja? Aber wenn das dein Motiv ist, wenn das deine Absicht ist, dann wird Sex nicht funktionieren. So ist es. Okay. Und wir können nicht sagen, ja, aber zeigt mir eine Schriftstelle, die uns sagt, dass das verboten ist. Ja, das höre ich dann sehr oft. Ja. Jegliche sexuelle Aktivität außerhalb des Rahmens unter der Ordnung Gottes ist Unzucht. Dieses griechische Wort Unzucht, porneia, das beschreibt oder umfasst jegliche Form von nicht gottgewollter sexueller Aktivität. Ja. Und wir brauchen keine Schriftstelle, die uns ausdrücklich sagt, eben Selbstbefriedigung ist verkehrt. Sondern wir gehen von den Gedanken Gottes aus. Ja? Die Bibel ist für alle Kulturen, für alle Zeiten geschrieben. Ja? Und daher können wir nicht erwarten, dass alles, was heute zu unserem Leben irgendwie gehört, in der Bibel vorkommt. Ja? Dann können wir auch sagen, Fahrradfahren ist nicht biblisch. Ja? Weil das steht nicht in der Bibel. Das kann nicht sein, dass wir so an die Bibel rangehen und sagen, weil es nicht erwähnt ist in der Bibel, deswegen ist es verboten. Das wäre vollkommen albern und kindisch. Dann kein Fahrrad mehr, kein Computer, kein Mischpult, kein Mikrofon und was weiß ich, alles andere im praktischen Leben. Und so geht es einfach nicht. Ja? Sondern wir müssen vom Wesen und von den Ordnungen Gottes her Dinge entscheiden. Ja? Und wenn wir verstehen, was Gottes Gedanken über Sex sind, dann ist das vollkommen klar, Selbstbefriedigung ist eine Verdrehung. Ja? Es ist eine Pervertierung eines kostbaren Geschenkes. Okay.